Hallo? Hi Eli, ist alles gut? Ja, ich bin schon im Stream. Okay, ich wollte nur sagen, ich fahre jetzt nach Hause, ich will einkaufen und ich bin sauer. Okay, warum? Viel Spaß mit dem Best of Eli und Melina. Ja, Melina ist sauer, Chat. Ja. Soll ich Lautsprecher machen? Das wäre lustig, wenn du es nochmal sagst. Okay, doch. Ich will, dass du sie. Weil dann seht, dann hören die es mal von auch einer netten Dame, weil ich mich heute damit auch beschäftigt habe. Melina ist ein guter Mensch, sag es, selbst du bist sauer. Ja, ich bin stinkwütend. Warum? Weil mich diese Leute aufregen, die keine Ahnung haben und nicht wissen, was du machst und was du alles schon abgelehnt hast und dich trotzdem immer was zu meckern haben. Worum geht's denn? Es geht um meinen Insta-Post. Ja, um deinen Insta-Post. Und da ist ein Typ, boah, ich musste mich so zusammenreißen, nichts zu schreiben. Der hat gefühlt auf jeden netten Kommentar irgendeine Scheiße geantwortet. Sag mal, hat der keine Hobbys? Muss der nicht irgendwas machen? Boah, für mich, ich bin so wütend, wirklich. Ich würde Er hat dem gesagt, dass liebsten. ich Geld für den Post bekommen habe. Schreib ihm mal Ja. unter, schreib ihm mal mit deinem Kommentar. Schreib ihm mal, dass er ein Vollidiot ist. Darf Schreib ihm ich das. das? Jetzt mal ehrlich, wenn du es Schreib mir sagst, ich mach das. dass er ein Dulli ist. Schreib, Mann. dass er ein Dulli ist. Schreib, dass er ein Dulli ist und das mit den Eltern fand ich auch lustig. Ja, also ich sag ihm, du hast bestimmt deine Eltern nicht mal zum Essen eingeladen und verurteilst dann anderes. Ja. Okay, gut, Und Melina. nur wenn man Spenden nicht an die große Glocke hängt, um dafür Credits zu bekommen, heißt es nicht, dass man nichts gespendet hat. Ja, was hat er denn gesagt? Nichts, das ist mir egal. Ich bin sauer. Okay, gut. Ciao, Melina. Tschüss. Tschüss. Siehst du, ich verplapper mich schon vermutlich. Okay, Tschüss. ciao. Es geht um meinen Insta-Post-Chat. Ich habe ja einen Post gemacht zu Viva Con Aqua. Da gab es manche Experten und heiße Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, ich habe den Post gemacht, weil ich dafür Geld bekommen habe und weil ich nicht selber mit meinen eigenen Händen Brunnen baue in Uganda. Zählt dieser Post nicht und dass ich deswegen ein schlechter Mensch bin. Und da gibt es anscheinend einen, der hat es gerade kommentiert und Melina hat es gesehen und dann hat die Frau jetzt eine Krawatte. Aber es gibt wirklich manche Leute, die sind echt verrückt. Den Beziehungsretter, jetzt kann ich ihr nicht absagen für morgen, Chat. Das Ding ist over. Wenn ich das der jetzt sage, dann rastet sie aber komplett aus. Hallo? Hallo, ich habe eine Idee für deinen Stream. Was denn? Naja, du machst so eine 10 Minuten Aufräumen-Challenge und dann zeigst du den Leuten, wie du aufräumst. Mache ich dann in die nächste Win-Challenge rein. Ey, ich habe deine Story gesehen, Eli, und mir hat das im Herzen wehgetan. Wie kann's denn so aussehen? Das Genie beherrscht das Chaos, Melina. Nein, Mann, das sieht wirklich eklig aus, Eli. Für jeden normalen Menschen sieht das schlimm aus. Check das mal. Das Genie beherrscht das Chaos. Nein, das ist kein Chaos, das ist Dreck. Da liegen Socken, Taschentücher, alte Teller, Pfandflaschen. Okay, und jetzt fragt mich, ob ich Earnings habe. Ja, deine Earnings bringen dir aber auch nichts, Doch, das liegt doch Eli. deswegen. Die bringen mir nichts, aber die sind ja deswegen da. Also meine Socken bleiben hier spätestens bis zum Amar-Fortnite-Turnier. Die lassen mich besser spielen. Das ist doch alles. Denkst du wirklich, ich rechne nicht mit sowas? Ich weiß nicht, das mache ich mit Absicht. Aber dann mach doch kein Foto davon und postet es online. Ganz ehrlich, meine Freundinnen sehen das und dann sagen die zu mir, ob ich nicht aufräume. Deine Freundinnen sind mir Wumpe. Sag deinen Freundinnen, die sollen Sub da lassen. Das ist das Einzige, was mich interessiert in Bezug auf deine Scheiße sieht Freundinnen. das aus. Ja. Ist doch, das soll ja alles. Guck dir Manfred an. Guck mein Stream. Sieht Manfred so aus, als hätte er irgendwie Probleme gerade? Guck mal, wie wohl er sich fühlt. Guck mal. Nee, der merkt es. Die fühlen sich unwohl, wenn es ganz chaotisch ist. Ich merke, wenn ich aufgeräumt habe, sind die viel fröhlicher. Das stimmt gar nicht. Der Mann hat wirklich so ein entspanntes Leben. Guck ihn dir an. Der macht Und sein ich will nur Ding. mein Kabel Elis Streamingzimmer boykottiert. Ich räume das nicht mehr auf. Ich habe das 10-mal blitzblank gemacht und es sah immer wieder so aus. Also wundert euch nicht, das ist nicht mein Werk. Melina, ja. Ja. Hier liegt eine coole Bochum-Ente. Ja, die Ente ist ja schön, aber Hier ist ein irgendwie. Kochlöffel von Hey, Bochum. und dass du das auch noch baust, dass andere würden das sich voll Hier schämen, ist dass noch du die baust. Dürüm-Verpackung von Ahmed, die er mir Oh, vorgestern gegeben hat. Fabiani. Hier ist noch ein ESN-Shake. Na, schwierig, da rieche ich jetzt nicht dran. Chat. Jeder weiß es, Kannst mir ein Protein noch. Eis bringen? Nee, nee, ist ein Quarantänebereich, das ist over. Hier, was ist denn das hier? Von den Donuts, die du mir letztens gebracht hast. Weißt du, brauchst du dich wundern, wenn da dann Donuts. so eine Insektenwunde da im Streamingzimmer. Aber du verstehst das nicht. Das ist alles ausbalanciert, perfekt ausbalanciert. Ich habe alles im Griff. Trust. Ja, dein nächstes Treffen wird
würde ein Aufräumen treffen. Für dich ja, für mich. Ich räume überhaupt nichts auf. Du wirst aufräumen und ich stelle den Wecker. Ja, passt. Okay. Blödmann. Shake immer Haare, Shake, wenn du, jeder kennt es, so Fitness-Shake. Ach, das wenn du, stinkt. Ja. Ist aber okay. Das stinkt wie abgestorbene Fische oder so. Und jetzt, Melina, du bist ja so lange schon mit mir zusammen, du checkst nicht, dass das alles Produktivität hervorruft in Bezug auf Gaming. Schlecht riechen, wenig Sonnenlicht, wenig soziale Kontakte, das sind die drei wichtigsten, das ist die Stütze eines guten Gamers. Diese drei Sachen. Edi, das finde ich gerade nicht lustig. Es ist die Wahrheit. Sorry. Ich habe uns heute ein richtig cooles Kartenspiel gekauft. Okay. Ja, nice. Das können wir spielen. Für Pärchen. Nice. Da kann man sich Fragen stellen und dann lernt man sich nochmal besser kennen. Ich weiß alles über dich. Ja, werden wir ja sehen. Real Talk, es gibt... Okay, ciao. So. Die Earnings sind Chat. Mir da irgendwas erzählen, also ganz ehrlich, ich weiß auch, was ich hier mache, schon länger. Ich brauche dieses Kabel, um die Switch anzuschließen. Warte mal ganz kurz, bevor du hier irgendwas rausziehst, ich bin hier on stream. Ich habe dir das Kabel gegeben. Ja, aber nicht das, mit dem ich... Man sieht dich übrigens, ne? Oh. Ich such das Kabel, mit dem ich die Switch mit dem Fernseher verbinden kann. Man sieht dich immer noch, also... Ja, komm doch jetzt einfach hier hin. Was suchst du? Was suchen sie? Das Kabel, mit dem ich die Switch... Ein HDMI-Kabel nennt man sowas auch. Ja, oder... Ja. Bleib ruhig, nicht hier irgendwelche Sachen willkürlich anfassen. Es ist hier technisch gesehen mit das Krasseste, was es hier im deutschsprachigen Raum zu bieten gibt. Deutschsprachigen Raum. Also, bleib mal ganz ruhig. Ein HDMI-Kabel braucht die Frau. Habe ich irgendwo safe. Guck mal da. Warte. Nein, mal. Das ist nicht richtig. Ich finde doch, ich weiß doch, was ein HDMI-Kabel ist. Ich nein, Melina, warte, bitte, bitte. Ich da. Weiß es auch. Nein, meine Streams, ich schwöre, du machst jetzt da gar nichts. Geh mal ganz kurz weg, bleib mal ich ganz kurz. Ich mach nicht, ich guck da nur. Nichts ziehen. Ich mach wirklich nichts, ehrlich, ich schau nur. Nichts ziehen. Das ist ein HDMI-Kabel. Was passiert, wenn ich hier den Anklopf drücke? Nein. Ich mache nur Spaß, alles gut. Hier ist irgendwas, das ist ein Stromkabel. HDMI-Kabel, Chat, ja. Damit kommst du mir jetzt. Das weiß ich nicht. Was soll ich dir erzählen? Sieht aus wie Weihnachtsmann? Hi, Chat. Ich habe HDMI-Kabel. Die Frage ist nur, wo? Das ist ein HDMI-Kabel. Das ist ein HDMI-Kabel, Chat. Ja, das klingt doch gut. Schaut gut aus. Ist das ein HDMI-Kabel? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.